In manchen Situationen ist er auch gerne mal ehrlich. Diplomatisch ist Hagrim eigentlich eher nicht, also wir müssen dann die anderen beiden für ihn übernehmen. Ja, gütig und schlau. Gütig meistens nur bei denen, die es verdient haben. Also Hagrim würde keinen Kindern was tun. Oder unschuldigen Frauen oder so. Den Typen da hätte ich eigentlich am liebsten verdroschen, aber das ist dann eher rational. Das Denken, dass ich mir in Port Maie keine Feinde mache. So. Gut, dass wir schon ein zweites Level up haben. Da kann ich nämlich dann erstmal zum Strand zurückkehren. Nachdem ich die Sache im Gefängnis geregelt habe. Mal sehen, ob ich den jetzt besser frei kriege. Wenn ich hier einfach sage, ich will keine Belohnung haben, ich möchte lieber den Typen da haben als auf meinem Schiff, dann macht er auch hier keinen Ärger mehr und du musst dich nicht mehr um ihn kümmern. Sowas in der Richtung wäre doch sehr nett. Gods, I beg you, grant me a posting on the far side of the world. Bei den Göttern, ich flehe dich an, gib mir einen Posten am anderen Ende der Welt. Wie wär's mit einem Posten in Goldtal? Dann bist du da auch so schnell wie möglich weg. So, mal gucken, ist der Händler noch hier? Ja, der Händler ist noch hier. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Ich möchte nämlich gerne Zeug aus meinem Versteck loswerden. Was haben wir denn da so alles? Waffenmäßig eigentlich nichts, aber hier. Valianische Kleidung. Gambosson bis auf einen. Valianische Alltagskleidung. Eine Robe kann ehrlich gesagt auch weg. Hier kann alles weg, weil es nichts bringt. Weißblatt. Ja, gut. Essen und so will ich nicht verkaufen. Zutaten eigentlich auch nicht. Schiffsgegenstände habe ich keine. Also verkaufen wir das. Machen ein bisschen Geld. Alteria, was ist mit dir? Here for the paying customer. Provisions for the road, perhaps? Have a look. Du verkaufst Nahrungsmittel und so. Also die Sachen, die wir später fürs Schiff brauchen. Und den Schlund des Todes. Gibt Todesruhen. Das klingt ja böse. Na gut. Gehen wir ins Gefängnis. Hi. Keeping out of trouble? A little jest. What is it? Ich habe Ilari davon überzeugt, auf der Gerossi-Straße Ausschau zu halten. Perfetto. He's a little shit, ne? But a lazy one. He will not cause trouble if he does not have to. Befetto, er ist ein kleines Stück Scheiße, oder? Aber ein faules Stück. Er wird keinen Ärger machen, wenn er nicht muss. Easier to work with a familiar face for the moment. I can deal with him later. So, we have one small part of Port Mage under control. A good start. Es ist momentan einfacher, mit einem vertrauten Gesicht zu arbeiten. Ich kann mich später um ihn kümmern. So, wir haben nun einen kleinen Teil von Port Mage unter Kontrolle. Ein guter Anfang. Well, here you are, for your time. If I had 10 men like you, the whole of Port Mage would be set right within the week. Also gut, hier für deine Zeit. Wenn ich nur 10 Männer wie dich hätte, würde Port Mage innerhalb einer Woche wieder Ordnung herrschen. Ja, das haben wir abgeschlossen. Die Ordnung wiederherstellen, genau. Ich habe mich für Savi um die Situation in der Gerossi-Straße gekümmert. Eine Sache weniger, um die sich die Wache kümmern müssen. Hat uns das, ja, das hat uns in Port Maie sogar Boni gebracht. A little jest. What is it?
Du benimmst dich ordentlich. Ein kleiner Scherz, was ist? Besteht irgendeine Chance, dass du Rigas Strafe verringerst? Cool. Don't tell me Rigeri has earned your pity. That won't last. Cool, erzähl mir nicht, dass Rigere dein Mitleid verdient hat. Das wird nicht so lange bleiben. Sie blickt auf die besetzte Zelle und rümpft die Nase. I do appreciate what you have done for me. So, if you will vouch for Rigere, I will lower the fine. 300 pieces will cover what he owes at the tavern. Ich bin dankbar dafür, was du für mich getan hast. Wenn du also für Rigere einstehen willst, dann werde ich die Strafe verringern. 300 Münzen werden das decken, was er der Taverne schuldet. Something you wanted? Willst du etwas? Hier, Rigeres Strafe. Well, good riddance to him. It's your coin to spend. Die Verus? Ah ja, ernsthaft. Na gut, da sind wir ihn los. Ist ja dein Geld. Savia zieht einen Schlüssel aus ihrem Bund und geht auf die Zellentür zu. Seht ihr, man muss nur ein bisschen freundlich und diplomatisch sein und die richtigen Mittel treffen. See you at your ship. Jo. Der betrunkene Seemann. Ich habe Rum-Dum Rigeres Strafe bezahlt und ihm seine Freiheit geschenkt. Keeping out of trouble. Ja. Yeah. Das heißt, wir können jetzt mal die Stadt verlassen und zurück zum Strand. Erstens sind da ja noch ein paar Geister, die Shoti sicherlich gerne einkassieren möchte. Und zweitens müssen wir endlich mal unseren Seemann noch aus dem... Also unseren Steuermann aus dem Ding holen. So, zu Fuß. Ich bringe dich 2 Stunden, 20 Minuten in die Stadt. Die Defiant. Hm. Ja, wir wollen eigentlich aus der Stadt raus. Bin mal gespannt, wie das nachher in größeren Städten aussieht, weil Port Maya kommt mir ja ziemlich klein vor. Und ich bin mir sicher, im Todesfeuer-Archipel gibt es noch viel größere Städte. So, wir sind jetzt wieder auf der großen Übersichtskarte. Grabstätte. Moana-Stäbe verbrennen die Toten traditionell auf dem Scheiterhaufen oder übergeben ihre Leichen dem Meer. Aber Grabhügel, diese lassen vermuten, dass ehrwürdige reiche Rangas in der Nähe begraben sind. Ah, da ist die Engvitalische Ausgrabungsstätte. Ah, so. So wie es aussieht, müssen wir dazu durch die Wälder. Ich will erstmal hier in die Grabstätte. Weil ich habe so das Gefühl, noch können wir reisen, ohne dass es Probleme gibt. Vor allem, wenn wir an Land reisen, scheint sich bis jetzt... Du kommst dabei bei der Treppe vorbei, die sich tief in die Erde erstreckt. Eiskalte Luft geht von einem dunklen Gang am Fuß der Treppe aus. Sie riecht leicht nach Staub und kaltem Stein. Ich gehe nochmal ganz kurz weg. Sicher ist sicher. So, Grabstätte. Du widmest dich wieder der Erkundung der Grabstätte. Das Gebiet weiter absuchen. Du suchst die Grabstätte weiterhin nach etwas Nützlichem. 2 Stunden sind vergangen. Du findest nichts vom Wert. Noch einmal. Und findest eine Opfergabe aus Münzen in der Nähe der sterblichen Überreste. Asatanui-Muschelstamm von Schnecken, die bis zu 3-mal so groß sind wie gewöhnliche Azatter. Im Handel erzielen sie aufgrund ihrer relativen Seltenheit höhere Preise. Das ist Geld, also. Machen wir es noch einmal. Siegel der Atropie-Schutzstein. Okay, gehen wir mal weiter. Erstmal zurück zu unserem Anlegeplatz.
Ah, da steht's ja. Alle aktiven Fähigkeiten werden stärker, wenn die Kraftstufe steigt. So, gucken wir mal, ob mit denen hier alles gut ist. Spy! Magren, hier! My flame burns yet! Na, Rumtrottel. Agrasima, Casita, for taking me on. Sag bloß, da haben wir noch was zu plündern. Nö. Aber da liegt noch jemand, der blau ist. Okay. Hallo, Geist. At least my leg don't hurt anymore. Ja, die Laterne leicht schwingt, lockt Soti die Seelen in ihre Tiefe. Es ist zum Beispiel die Frage, wo die Piratin noch steckt. Weil hier auf dem Schiff wird sie nicht sein, nö. Hier oben ist nämlich nochmal eine, das weiß ich. Isn't there supposed to be a light? Follow Gon's light, all you lost so. Mind if I run something by you? Folgt Gons Licht, all ihr verlorenen Seelen. Es führt euch durch das Rad. Na ja, gut, solange sie sich nicht mitten in unsere Gespräche, also meine Gespräche mit den Geistern einmischt, ist es mir, soll es mir recht sein. Weil die armen Seelen, wenn sie nichts mehr hier zu schaffen haben, dann können sie in die Nachwelt gerne gehen. So, jetzt zu unserem Kumpel hier. Kleine Umrisse huschen schnell zwischen den Korallen unten hin und her. Oh, was ist mit dir? Das ist wahrscheinlich auch noch ein Bug irgendwie. With every soul, my lantern's getting heavier and heavier in my hand. Mit jeder Seele wird meine Laterne schwerer und schwerer. Wie fühlst du dich? Hattest du in letzter Zeit irgendwelche Albträume? Sie sind da in meinem Kopf, wenn ich schlafe. I can taste them on the back of my tongue like a smear of grit. Happens when I take in a particularly volatile soul. Und manchmal kann ich sie auf der Zunge schmecken wie ein Sandfleck. Es kommt vor, wenn ich eine besonders sprunghafte Seele einsammle. Keine Sorge, uns wird schon was einfallen. Will we? Ought we? I just don't know. Wird uns das? Sollte es das? Ich weiß es einfach nicht. Shoti kneift ihren Nasenrücken mit schmutzigen Fingern und seufzt. I trust you, Watcher. I swear I do. I just... I worry sometimes about what's gonna happen to me. But, well... Ich vertraue dir, Wächter. Ich schwöre es, ich vertraue dir. Es ist nur manchmal... Mache ich mir Sorgen, was mit mir geschehen wird. Aber naja. It's not like I can turn my back on my duty to my God. Even if it kills me. Es ist nicht so, als ob ich meiner Pflicht meinem Gott gegenüber den Rücken zu drehen kann, selbst wenn es mich tötet. Tell me what's on your mind. Sag mir, was du auf dem Herzen hast. Yeah, das ist im Augenblick best, alles. Ja, am besten sollten wir los. Hm? Of course. Indeed. Of course. So. Bless you, Lord. Would have been a sorry way to go. Caught up in a dead pirate's trap.
Ah, gesegnet seist du, Fürst. Das wäre ein trauriger Abgang gewesen, gefangen in der Falle eines toten Piraten. It's just bats and stinking corpses in this cave. You find anyone else? In dieser Höhle gibt es nur Fledermäuse und stinkende Leichen. Hast du sonst jemanden gefunden? Er verlagert vorsichtig sein Gewicht auf seinen verletzten Fuß und verzieht das Gesicht.